also meine Lieben, jetzt haben wir es bald geschafft, aber ich kann euch sagen, die Fahrt war sehr anstrengend. Ja, also wir sind von einer Baustelle in die andere, von einem Stau in den anderen und dazwischen gab es laufend diese starken Regengüsse. Jetzt aber scheint es, wir haben es bald geschafft und die Sonne scheint, also... Gleich kommt die Fehmarnsundbrücke. Ja, da fahren wir jetzt gleich drüber und die zeigen wir euch natürlich dann. Gesagt, warum wir hier in Burg sind, ja, um die Ostsee, ja. Wir sind in Burg, weil da wohnen YouTuber, die wir besucht haben, ja. Wir verraten aber nicht, dass das Sven und Leimer sind, ja. Und jetzt fahren wir mal ins Städtchen rein, schauen uns das an und danach machen wir anschließend eine Fahrradtour nach Burggarten und da gibt es dann Fisch. Ossi ist auch dabei. Und schon geht's los. Hi. Hallo. Wir sind jetzt auf Burg an Fehmarn. Das hört sich vielleicht ein wenig laut an. Es ist auch im Hintergrund eine Straße und ein Gladderer ist vorbeigefahren. Ja. Aber ansonsten ist es sehr ruhig hier und sehr schön. Und wir haben schönes Wetter im Vergleich zum Rest von Deutschland, der es nicht so schön hat. Nein, bei uns scheint die Sonne und es ist richtig toll warm. Ja, windstill, komischerweise. Ja. Und... ja, also es ist wunderschön hier auf Fehmarn und hier stehen wir jetzt am Wilhelminenplatz und da haben wir einen Gedenkstein entdeckt und nachdem wir ja mit der norddeutschen Geschichte nicht so vertraut sind, haben wir uns da jetzt auf die Schnelle ein bisschen kundig gemacht und das, was ich rausgefunden habe, ist so, dass die Gilden ungefähr das waren, was das Heiliggeistspital im restlichen Deutschland war. Ah ja, okay. Ja, also das Heiliggeistspital hat ja Mittellose und verpflegt, ja, und ja, ihnen geholfen. Also auch Kranke ja, hauptsächlich, ja. Ja, hat auch beim Sterben begleitet. Und die Gilde hat wohl die Schiffbrüchigen aufgelesen, also das war ein Verbund, die also die Kranken, die Verarmten beerdigt haben, wenn sie gestorben sind und auch die Schiffbrüchigen gerettet haben oder ihnen ein Begräbnis, wenn sie tot an Land angespült wurden, an Strand angespült wurden, ein Begräbnis gestiftet haben. Aber sie sind heute wohl auch Schützenvereine, also so ganz habe ich das System nicht durchschaut. Gilde, Verein, Fragezeichen. Vielleicht kann uns das jemand erklären. Wir werden daran interessiert. Jawohl. Ja, wir werden uns auch nochmal dann da ein bisschen kundig machen. Dann ist hier am Wilhelminenplatz ein wunderschöner Park, wo sich manche Ortschaften ein Beispiel dran nehmen könnten. Ja, Ossi, oder? Ja, denke ich an unsere. Ja, ja. Und an diesem wunderschönen Park. Da ist ein Gedenkstein, der wohl für Aufsehen gesorgt hat, denn der wurde erst irgendwo aufgestellt, dann gab es Schwierigkeiten, 20 Tonnen sollte er haben und dann hat man ihn jetzt hier aufgestellt und diesen Wilhelminenplatz im Jahr 1900 wurde er wohl von einer Gilde 1494, die zur Kirche oder aus der Kirche St. Nikolai hervorgegangen ist. Das ist die Kirche hier in Fehmarn, in Burg. Auf Burg, ja? Ja? Oder in Burg. Und die haben dann wohl diesen Gedenkstein und den Platz geschenkt. Ja, kommt häufig vor übrigens auch in anderen Städten, dass wohlhabende Bürger oder Vereinigungen Plätze schenken, damit sie von der Bebauung freigehalten werden. Tolle Idee. Können wir nur sagen, Glückwunsch. Für alle, die hier nach Burg kommen, haben sie einen schönen Platz, der jetzt hier ein bisschen lauter ist an der Stelle, aber es gibt auch eine ruhigere Ecke da. Ossi, okay so? Ich denke schon, ja. Kann man was dazu sagen? Nee, ich weiß nichts dazu. Ja, immer und später nochmal. Ja, wir schauen uns nämlich jetzt das Örtchen an.
Und zeigen euch dann auch ein paar nette Eindrücke. Ja, schöne Ortschaft kann man jetzt sagen. Ja, also wir sind ja durchgefahren jetzt mit unserem Gustl und es sieht wirklich sehr einladend aus alles. Stimmt. So, neben den Stellplatz von dem Privatvermieter, ja, gibt es hier auch sogar einen offiziellen Stellplatz der Stadt Burg. Also, gerade fürs Wohnmobil empfiehlt sich das durchaus, hierher zu kommen. So, wir sind jetzt hier in der Nikolaikirche. Und das sollte im nördlichen Teil sollte dieser Armenfriedhof sein. Wir haben jetzt gerade einen Friedhofsbesucher gefragt, der wusste nichts davon. Mhm. Also vielleicht hat man ihn mittlerweile aufgelöst. Und da kann man mal einen Blick auf die Nikolaikirche werfen mit ihrem schönen Turm und so typisch nördlich. Ja, ja, mit dem Klinker. Ja, mal schauen dann, dass wir noch ein paar schönere Bilder davon bekommen, indem wir außenrum fahren, nicht laufen. Sie will immer laufen. Aber wir müssen fahren. Jetzt schauen wir uns die Kirche erstmal von innen an. Genau. Genau. Also St. Nikolaus oder St. Nikolai ist wohl 1300 ungefähr, also im 13., 14. Jahrhundert gemacht worden oder gebaut worden. Aber wie man sieht, ist es alles gotisch und somit kann man davon ausgehen, dass da auch sehr viel verändert wurde. Auch die großen Fenster, die waren natürlich im 13. oder 14. Jahrhundert auch noch nicht drinnen. Die kamen frühestens im 16., 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert rein. Dann mit diesen drei Flügelaltar und gleich mehrere Taufbecken. Natürlich auch ein Mahnmal an die Gefahren der Ostsee. Schauen wir mal, also, hast du schon mal gesehen? Eine Kinderspielecke in der Kirche. Ja. Gute Idee, oder? Ja, haben wir doch auch schon gesehen in anderer Kirche. Ah, okay, das kommt jetzt immer mehr. Ist doch super, ja? Ja. Tolle Idee. Ja. Heute werden die Kinder nicht mehr gezwungen, in die Kirche zu gehen, sondern heute werden sie bespaßt, im Rahmen natürlich. Finde ich eine tolle Lösung. Also, Burg ist ja die zentrale Stadt. Die bekannteste ist Burggraden, weil da der Fähranleger ist. Ja, aber Burg ist die Hauptstadt, soviel ich weiß. Ja, ist nur, also unter 7.000 Einwohner. Fehmarn an sich müsste es um die 12.000 haben.
und ist ein ganz feines Städtchen. Ja, das ist richtig schön hergerichtet alles. Ja. Leider geht halt natürlich auch der Durchgangsverkehr durch, was ein bisschen schade ist. Und Kopfsteinpflaster ist ganz blöd. Ja, zum Fahrradfahrer ist das überhaupt nicht so angenehm, ja. Aber der Ort an sich ist wunderschön, hat überall kleine Läden. Also man kann hier richtig schön bummeln gehen. Jawohl. Wir empfehlen jetzt, obwohl wir erst eine Nacht da sind, schon jetzt einen Besuch. Ja, kann man ohne Probleme besuchen. Es gibt ja hier auch einen Stellplatz. Ohne Probleme kann man alles besuchen. Ja. Ja, okay. Aber es gibt auch hier es lohnt sich, das zu besuchen. Ja, genau. Es gibt einen Stellplatz, ja, Hindenburg, auf der Durchreise. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Ja, ist okay. Nein, ist nicht okay. Ja, okay. Ich unterbreche immer die Ursi, das ist nicht okay. Also es gibt hier auf jeden Fall einen Stellplatz im Burg, sogar richtig stadtnah. Und der sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Der sieht gut aus und hat vor allen Dingen den großen Vorteil, man kann hier auch als Durchreisender entsorgen für 1 Euro. Also das ist absolut moderat und sehr lobenswert. Kann man nur empfehlen und finde ich ganz toll, dass an Fehmarn Leute gibt, die Stellplätze zur Verfügung stellen und die sagen, auch wer nicht bei uns übernachtet, der kann zumindest entsorgen bei uns und sich neu versorgen. Das finde ich ganz, ganz toll zu einem moderaten Preis, da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Ja. So, also weiter geht's und wir fahren jetzt dann nach Puttgarden. Ja, wir können vielleicht nur 1-2 Sträßle fahren, weil wir sind jetzt hier die Hauptstraße gefahren und so wie ich das schon gesehen habe, so Nebenstraßen sind, glaube ich, sehr ruhig. Gut, schauen wir, zeigen wir euch, ja, wenn es so ist. Ja, also bleibt dran. Jeder, der schon mal ein Video von uns geschaut hat, der weiß, dass der Helle ein Heringstod ist. Und an sowas komme ich nicht vorbei, ja? Heute schon. Ja, weil wir fahren jetzt nämlich nach Puttgarden. Und da gibt es auch Fischbrötchen. Und da wird er nicht widerstehen können. Nein, und nicht widerstehen müssen. Ja. Ja. Es hat auch kleine, beschauliche Sträßchen, wenngleich wir jetzt auf der Hauptstraße sind und uns wieder zurück zum Wohnmobil orientieren. Scheint es was ganz Besonderes zu geben. Nur Softeis. Anders aus. Hoffentlich schmeckt er aber auch besser, ja, oder? Bestimmt. Magst du Fall? Nein. Matthias ist nicht mein Fall. Und? Helle schmeckt? Ich bin der Heringstod.
an der Ostsee ist, dass diese Badestrände nicht frei zugänglich sind. Ja. Das ist da allgemein gut, oder? Was macht ihr da? Was soll ich hier aus ja, den Leute? Aber die sagen halt, es muss gepflegt werden. Und ja und? Dafür habt ihr ja Touristen da. Und, ja. Ihr Ostseeleute. Also wir riechen die gute Ostseeluft, oder? Ja, genau. Und ich schaue da sehr appetitlich aus hier. Ja, das schaut ja schlimm. Ja. Also ich werde mal... Die Hose geht rein und will auch stinken. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wie warm das Wasser ist. Das ist schön. Ja, also hier am Rand ist richtig Badewannenwasser. Ja, wenn man den letzten Satz da unten liest, dann kann man schon nachvollziehen, wie damals alles doktriniert wurde. Gell? Genau. Und wenn man auf Fehmarn ist, sollte man hier diese Stelle besucht haben. Also wenn es einen interessiert. Ne? Das sollte eigentlich jeden interessieren. Eigentlich schon, ne? So Schiffsuntergänge, die haben ja schon ja, irgendwie... Ja, es ist traurige Geschichte, finde ich, ne, was dahinter steckt. Und man sollte sich angeguckt haben. Da ist die Ursi, die ist Gott sei Dank nicht runtergegangen. Nein, ich bin ja auch nicht auf dem Schiff, sondern auf dem Drahtesel. Und ich passe auf dich auf. Ja, genau. Ja, und da außen 8 Kilometer ist die Niobe untergegangen und alle sind ums Leben gekommen. Da kommt natürlich niemand mehr raus. Ja, und deshalb wurde dieses Denkmal gebaut. Ja. Ja, immer wieder beeindruckend, diese Denkmäler am Ufer eines Meers oder eines Sees. Gell, Ossi, Seeluft macht durstig. Ja. Braucht man Wasser. Ja. Hast du gar Glas dabei? Was mit Glas hast du immer dabei? Ah ja. Kunststoff oder ist richtiges? Richtiges Glas. Ich muss mal... Das sind Camper, ne? So geht die Welt zu Problemen. Ja. Ich nehme immer Glas mit. Wir sind ein Luxuscamper. Ja, Überfahrer wieder, wa? Das nennt man Glamping. Genau. Nein, ich will nicht aus der Flasche trinken und komm mal mit dem Glas. Ich mag das nicht zum ersten Mal. Aha. Ja, und wir haben im Gustl nur keins zum Mitnehmen. Und warum habe ich jetzt halt eins aus dem Gustl? Kannst dich abspülen, ne? Ich habe gar nichts dabei. Gib mal lieber ein Gras. Nein. Okay. Geh mal weiter. Ich habe nichts. Hallo. Und wie war's? Schön, schön, einmal frei. Schön, eine richtig oder? Schöne Tour über die Insel. Sehr schön. Cool, ne? Sehr schön was. Und wieder mal hat sich gezeigt, dass es einfach Spaß macht, mit Wohnmobil mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Auf jeden Fall. Und mit Sven und Leimer und mit Manu und Olli. Und natürlich wieder Ursi. Und dem Helle. Ja, ja, der ist immer dabei. Wenn ich, wo ich bin, ist der auch.
So, jetzt stehen wir hier vom U-Boot auf Fehmarn. Ja, im Hafen. Und mit U-Boot haben wir schon öfters zu tun gehabt, also einmal in Wilhelmshaven. Das verlinken wir mal da oben, ne? Ja, ich glaube da. Aber ist ja nicht so tragisch, ihr werdet es ja sehen. Wir verlinken es oben, da sind wir ins U-Boot reingegangen. Hier steht auch eins, kann man auch reingehen, machen wir jetzt nicht. Nein. Wir verabschieden uns jetzt einfach hier im Hafen von Burg auf Fehmarn. Ja. Es war ein wunderschöner Tag. Ein ganz toller Tag. Wir bedanken uns auch bei Sven und Leimer, dass sie uns da überall alles gezeigt haben, so schön. Es war nett mit Olli und Manu. Und ja. Wir werden mal sehen, was uns der morgige Tag bringt. Ja, und lecker Fisch ist mal der Matjes. Also. Ja, und Helle hat Fisch gefunden. Also auf Fehmarn gibt es Fisch. Also, macht's gut. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen daran teilhaben lassen an der Freude, die wir heute gehabt haben. Und wir verabschieden uns. Ja, also sagen tschüss und bis bald. Ciao.